Hallo, zum Hauptbahnhof bitte. Zum Hauptbahnhof? Sagen Sie bloß, Sie sind aus Düsseldorf. Ja. Zum Hauptbahnhof, das ist nicht weit. Das könnten Sie für sich auch laufen. Setzen Sie sich rein. Da hätte ich einen Vorschlag. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, dann machen wir eine kleine Stadtrundfahrt und ich erzähle Ihnen was zur Geschichte Kölns. Da kenne ich mich aus, da kann ich Ihnen sagen. Ja, komm, dann lassen wir los. Haben Sie überhaupt gesehen, dass es hier am Dom nicht nur Heilige gibt, sondern auch jede Menge Teufel? Die sind hier hin und haben auf der Baustelle rumgespenstert. Und das hat den Küster so genervt, dass er schließlich ganz verzweifelt zum lieben Gott um Hilfe gebetet hatte. Ja, da wollte der natürlich auch wissen, was da los ist, also, und kam jetzt nachgucken. Was war das denn? Der ganze Dom voller Teufelchen. Ich meine, so geht das ja nicht. Der Herrgott hat sich also zwei von denen geschnappt und die angeschnauzt. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Darf man das vielleicht jetzt mal erfahren? Die zwei haben natürlich gezappelt und Grimassen geschnitten, während ihre Freunde sich in die Ecken vom Dom verdrückt haben. Da hat der liebe Gott gewettert, ihr wollt Grimassen schneiden, das könnt ihr, und zwar für immer. Ihr zwei, ab in die Hölle. Da sagt ihr eure Bagage, dass ich hier nie wieder blicken lassen soll. Und was die anderen betrifft, er schaute sich um, die bleiben hier. Und er ließ seinen Blick dann durch den Dom gleiten. Und jedes Teufelchen, was davon getroffen wurde, verwandelte sich augenblicklich zu Stein. So, hier kommt das Wasserspeier an die Regenrinnen. Da könnt ihr bei Tag und Nacht und Wind und Wetter jeden tunisch gut warnen, was passiert, wenn man hier Kokolores macht. Dankeschön für die tolle Stadtrundfahrt. Viel Vergnügen, viel Spaß in Köln. Zentrale, das ist jetzt in diesem Monat die dritte Düsseldorferin, die hier in Köln bleibt. Sagen und Geschichten aus Köln, gelesen von Konrad Beikircher.